Tja, das mit dem gestern zeigen, wie ich es abfülle, ist jetzt nichts mehr geworden, weil ich habe dann gestern doch lieber schnell abgefüllt und habe dann es abkühlen lassen. Ich zeige es euch nachher, aber jetzt muss ich gerade noch eine Kuchenschaufel suchen gehen. Und das ist nicht unbedingt die einfachste Aufgabe in unserer furchtbaren Schachtel des Grauens. Entschuldigt für diese schreckliche Bildschwankerei. Auf jeden Fall zeig euch nachher gleich meinen Kuchen, der ist nämlich mal was Besonderes. Und ja, bis dann, ciao! Mein Kuchen dieses Jahr. Ein Riesending aus. Das ist jetzt mein Kuchen dieses Jahr. Ein Riesending aus zwei Teilen. Zum einen wäre da die 4, die 2, die ist aus Schokoladencreme. Ich weiß jetzt nicht, ob Buttercreme oder Schokoladen oder Sahnecreme. Und dann hätten wir hier die 4, bei der geht dasselbe, entweder aus Schokoladen oder aus Buttercreme. Das weiß ich jetzt nach so kurzer Zeit schon nicht mehr. Und ja, zum Thema Pfannenwender. Ich habe den zweiten nicht mehr gefunden und deswegen habe ich dann kreativ mir gedacht, nehmen wir mal halt eine Pfannenwender anstelle einer Kuchenschaufel. Ja, das ist es dann und wartet. Das ist dann das Besteck, das auf dem Tisch stehen wird, also die Teller. Da haben wir den Sirup, den ich gemacht habe. So sieht der dann aus, wenn er fertig ist. Wie er schmeckt, kann ich euch auch wieder mal noch nicht sagen. Und das ist dann der Tisch, an dem wir dann alle sitzen werden, inklusive dieser wirklich coolen Servietten, die meine Mom gefunden hat. Erfunden hat sie sie nicht, aber gefunden hat sie sie. Gut, das war's. Wir sehen uns später wieder. Ciao. Hallo und noch jetzt haben wir tatsächlich meinen Geburtstag. Ja, mit aktueller Zeitung. So voll Entführungsstyle. Ich zeige die Zeitung in die Kamera. Das kennen wir so aus den Filmen eigentlich, nur noch könnten wir es auch so voll klischee-mäßig machen. So mit, heute haben wir wirklich den 24. Okay. Ich habe heute mir eine Zeitung von meiner Mom gewünscht. Und ich werde auch die von morgen, den 25. mir irgendwie noch beschaffen, weil das ist ja dann das, was heute alles passiert ist. Und zum anderen eine Zeitung vom aktuellen Tag. Und das lege ich dann bei meinen Unterlagen ab. Ich entschuldige mich schon mal für alle Sprachfindungsstörungen, aber mein Tag war wirklich lang. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit den Sachen an, die so waren. Entschuldigt. Ich bin heute recht früh aufgestanden, so um 12 Uhr rum, weil ich konnte echt keine Minute länger mehr schlafen. Ich war so ein nervöses Wrack. Das war nicht mehr normal. Ja, und dann um ungefähr 14 Uhr rum ist meine Mama mit einem Kuchen gekommen oder mit meinem Geburtstagskuchen. Ich werde jetzt, wenn ich mich selbst daran erinnere, hier ein Bild von meinem Kuchen einfügen, aber da gibt es dann nachher auch noch ein Video dazu. Ja, dann das nächste war dann, dass dann ab 16 Uhr meine Gäste angekommen sind. Und ja, um 16:20 Uhr waren dann die letzten Gäste da. Und wir waren dann meine Eltern, meine Babette und mein Winfried, meine Großeltern und ich. Also war eine kleine Runde, aber doch für mich schon eine recht riesige Runde. Und ja, es war ein echt wunderschöner Tag und wir haben viele lustige Gespräche gehabt, haben einige Fotos geschossen. Und ja, zu den Geschenken. Ich habe von meinen Großeltern, ich habe hier und da ein bisschen Geld bekommen und von Babette und Winfried habe ich ein Kissen, das ich mir schon länger gewünscht habe. Das heißt Kautschukkissen. Es ist ein Kissen mit Naturplastik drin. Das riecht total nach Plastik und so, aber es ist halt wirklich total nur Natur. Und
Das ist wirklich supi weich und alles. Und da bin ich jetzt auch voll happy, dass ich das habe. Wenn ich mich dran erinnere, auch hier ein Foto. Ja. Ja, und dann, was ich noch gemacht habe, war dann eben, wir hatten Kaffee und haben Kuchen gehabt. Einen wirklich tollen Kuchen, der in der Zahnform war, wie ihr vorher gesehen habt, wenn ich es nicht vergessen habe einzufügen. Und ja, dann habe ich euch noch so ein paar Videos aufgenommen von mir vorm Kaffee. Und das hier ist jetzt am Abend. Also kann ich jetzt meinen Tag noch so Revue passieren lassen und kann sagen, es war ein sehr schöner Tag. Aber ich muss auch zugeben, ich bin jetzt fix und fertig. Und ich habe mir auch schon eine kleine Beruhigungstablette genommen, weil ich wirklich nur noch am Zittern war und so bibbern. Und auch meine Mom ist total erschöpft. Für uns ist das immer total die anstrengende Zeit, so um meinen Geburtstag rum. Und ja, meistens ist es so, dass ich dann am 24. noch so total hyperaktiv bin. Und am 23. bin ich am hyperaktivsten, wie ich euch ja schon gestern erzählt habe. Und dann ist es wirklich so, dass ich am 24. am Abend ungefähr dann so erschöpft bin, dass ich dann praktisch irgendwann richtig zusammenklappe und man dann am 25. wirklich so weit bei mir ist, also ist mir wirklich schon passiert, dass mein Vater gefragt hat, bist du noch am Leben? Und ich dann nur so gesabbert habe und er gesagt hat, sie sabbert zu leben. Wirklich, also ich will damit sagen, ich bin am 25. nur noch ein Wrack. Aber ja. Gut, dann am 26. kommt dann voraussichtlich das Video mit der Issy und da muss ich dann auch, habe ich dann meistens auch schon wieder so noch kleinere Feiern dieses Jahr. Also dieses Jahr am 25. besucht mich meine Schwester und am 26. oder 27. noch eine Tante und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und dann durfte mein Geburtstag spätestens am Freitag mit allem, was dazugehört, in allen Treffen durch sein. Zumindest hoffe ich das. Und ja. Ja, und dann, was könnte ich euch jetzt noch erzählen? So auf die Schnelle. Ich könnte euch jetzt noch erzählen, was heute jetzt so die Schlagzeilen in der Zeitung waren. Schlagzeilen Nummer 1, mein Hase kommt endlich wieder aus der Küche raus. Entschuldigung. Die rennt hier gerade um mich rum. Ja, dann Schlagzeile Nummer 2. Ja, wartet mal einen Moment, ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken und dann bin ich gleich wieder da. Ja, hier bin ich wieder, tut mir leid, ich wollte noch was holen, schnell. Das habe ich schon seit Wochen geplant. Ich habe dieses Projekt mit meiner Mom zusammen gemacht und der Spruch bezieht sich auf Folgendes. Immer wenn meine Mutter irgendwas einkauft, was in der Tüte ist und raschelt, dann kann man davon ausgehen, dass ich 5 Minuten später ganz bestimmt auf der Matte stehe, weil ich immer, wenn es raschelt, angerannt komme. Und ja, gut. Das war jetzt tatsächlich nicht ich, die geraschelt hat. Mir ist gerade mein Hase über die Zeitung gerannt. Ein Hase hüpft über die Zeitung. Das ist auch sehr uncool. Ja, was für mich auch sehr schön war, es hat ja dann gegen Abend so 17, 18 Uhr rum, hat es bei uns dann angefangen zu regnen. Und dann hat sich ist auch noch kühler geworden und das war wirklich schön. Und ja, eigentlich war es das, was ich euch dieses Jahr zu meinem Geburtstag erzählen kann, weil so auf die Schnelle und müde und noch nicht verarbeitet fällt mir jetzt auch gerade gar nichts mehr ein. Was ich noch erzählen kann, ist, ich habe auf jeden Fall jedes Jahr immer diese große Angst davor, noch ein Stückchen älter zu werden, noch ein Stückchen erwachsener zu werden. Und habe immer Angst, dass ich mich so riesig verändere in dieser kurzen Zeit. Und ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet habe ich mich zwischen 22 und 24 wirklich auch wirklich krass verändert, so mal im Rückblick betrachtet. Und ja gut, ich kann nicht sagen zwischen 22 und 24, weil 24 gerade schon angefangen hat, aber so, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich zumindest, weil ich weiß es selber nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall auch sehr viele schöne Glückwünsche bekommen über verschiedene Kanäle, über das Telefon, über Facebook. Und ja, ich bin richtig froh. Und ja,
Ich würde sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns dann übrigens nächsten Mittwoch wieder mit einem normalen Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie für euch Geburtstage sind. Ihr könnt mir aber auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine tolle Zeit. Ich werde jetzt mich total ausruhen. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.